Meine lieben Reinigungsfreunde, heute geht es um das Thema Liquidität. Engpässe in der Zahlung. Du kennst es, du hast es bestimmt schon selber erlebt. Also ich kenne es aus meinem Auf- und Ausbau meiner Firma, dass ich zu Anfang sehr viel Zeit und Energie in meine Firma reingesteckt habe, aber auf der anderen Seite auch nicht genügend Einnahmen vielleicht hatte. Und vielleicht hast du die Situation schon gehabt, dass Kundenzahlungen ausgeblieben sind. Ja? Ich bin jetzt hier in so einem Café, ist hier in der Nähe vom Musikerviertel, das sogenannte. Und hier gibt es viele Rechtsanwälte. Und hier kommen auch Rechtsanwälte gerne immer wieder, um so einen Kaffee zu trinken. Ja? Und es ist so, dass es, wenn du selber jetzt die Situation in der Hand hast, dass du sagst, hey, ich habe wirklich eine Zahlung von meinem Kunden offen und du weißt, wie es ist, es ist so eine Zahlung, die offen ist, das kann schon mal in die Tausende in die Höhe gehen und dass sich das dann halt entsprechend für dich in deiner Liquidität bemerkbar macht. Und dann gibst du das Ganze an einen Anwalt, der das dann halt bearbeitet. Das kostet in der Regel halt sehr viel Geld. Es kostet dich am Ende auch viel Nerven, weil das Ganze sehr langwierig in der Regel ist, wenn der Kunde nicht bezahlt. Jetzt muss man mal überprüfen, was ist denn der Grund, warum der Kunde nicht bezahlt? Ja, es gibt ja immer sehr unterschiedliche Gründe. Ist es aufgrund der Qualität oder ist es einfach aufgrund dessen, dass der Prozess bei der Firma einfach länger ist und einfach irgendwie dieser gesamte Prozess von der Zahlung länger geht, sodass manche Firmen 60, sogar manchmal 90 Tage brauchen, bis sie eine Rechnung bezahlen, obwohl du deine Arbeit schon gemacht hast. Und dieses Problem, das kriegst du nicht so einfach in den Griff. Vor allem nicht in den ersten Jahren, wenn du noch nicht mal sechsstellig bist im Monat, wenn du noch irgendwo im fünfstelligen Bereich unterwegs bist, dann hast du immer das Problem, dass das Ganze sich nicht rechnet. Warum? Weil einfach, du musst natürlich deine Mitarbeiter bezahlen und deine Lieferanten bezahlen. Und wenn deine Lieferanten das Geld schon haben wollen, was ja auch gerechtfertigt ist, und deine Mitarbeiter natürlich auch ihr Geld haben wollen und du die nicht bezahlen kannst, dann hast du die Herausforderung, dass du am Ende des Tages vielleicht sogar bei der Bank anklopfen musst, um dann in die roten Zahlen zu gehen. Also du schreibst rote Zahlen innerhalb deiner Firma plus auf dem Konto. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Wie kommt man da raus, dass man nicht jeden Monat immer drauflegt und selber sich vielleicht gar nicht selber so viel Geld aus der Firma rausziehen kann? Weil das Problem haben auch viele Gebäudereiniger, dass sie selbst viel reingeben in die Firma, viel an ihre Mitarbeiter rausgeben, viel rausgeben auch an Lieferanten, die gut bezahlen wollen. Aber auf der anderen Seite haben sie die Herausforderung, dass sie sich selbst gar nicht das entsprechende nötige Geld für die Dinge, die sie sich gerne gönnen wollen, rausziehen können. Das können sie nicht. Und vielleicht hast du dasselbe Thema auch schon gehabt, dass du zum Beispiel Mitarbeiter nicht zahlen konntest, dass du die nicht ausbezahlen konntest, dass du denen nicht pünktlich zum 15. ihr Geld bezahlen konntest. Ich habe selbst die Situation erlebt, als ich, das war so 2008, 2007, ich weiß es nicht mehr ganz genau, da war auch eine Wirtschaftskrise. Und in dieser Krise hatte ich selber die Situation, dass ich meine Mitarbeiter nicht bezahlen konnte. Ich hatte meine Ersparnisse schon aufgelöst, hatte auch schon rote Zahlen auf der Bank. Ich weiß nicht mehr, wie viel genau. Doch jetzt ging es darum, dass ich am 15. bzw. zwischen dem 10. und dem 15. genug Geld auf dem Konto haben musste, um meine Mitarbeiter zu bezahlen. Doch das konnte ich nicht. Und dann habe ich wieder bei der Bank angeklopft und gesagt, hey, bitte, ich bräuchte ein Überziehungskredit, ja, also sozusagen einen Kontokorrentrahmen, sagt man auch heute. Und diesen Kredit, da habe ich bei der Bank angerufen, meine Beraterin damals, die dann gesagt hat, Herr Altschin, können wir nicht machen, weil wir sind in einer Wirtschaftskrise. Und in der Wirtschaftskrise hat die Bank ihre ganzen Regularien verändert und wir können jetzt nicht einfach Ihnen einen Überziehungskredit geben. So stand ich dann da und konnte meine Mitarbeiter zu dem entsprechenden Datum nicht bezahlen. Wie gesagt, das Ganze ist schon 12 Jahre her, ja, zum Glück. Aber ich wünsche das keinem, dass du in so einer Situation bist. Ja? Weil in so einer Situation, da weißt du ja nicht, was du dann den Mitarbeitern sagen sollst. Was willst du denn den Mitarbeitern sagen?
dass na, für die ist es ja egal. Die Mitarbeiter interessiert es nicht, ob du das Geld nicht hast oder was der Grund ist. Das interessiert die in der Regel nicht, weil die haben ja für ihr Geld gearbeitet. Die haben ja auch ihre Verpflichtungen wie Miete, Lebensunterhalt und Familie und Co. Und deswegen ist es wichtig, das einzuhalten. Und ich konnte das dann peu à peu nach Tagen, nachdem ich gewartet habe, dass nochmal Zahlungseingänge reinkommen von Kunden, die ausgeblieben sind, konnte ich dann diese Zahlungen für meine Mitarbeiter leisten, aber halt eben verspätet. Und was kannst du jetzt tun? Aus dieser Sache heraus habe ich dann natürlich für mich gelernt und habe dann gesagt, okay, was kann ich jetzt tun, damit so etwas in Zukunft nicht mehr passiert und ich in Zukunft nicht unnötig meine Mitarbeiter warten lasse? Was kannst du jetzt tun? Du kannst entweder hingehen und sagen, okay, ich baue mir so ein Startkapital auf für meine Firma. Ja, zum Beispiel hast du ein Startkapital von 100, 200.000 Euro und damit fängst du deinen Firmenaufbau an und hast immer so eine Reserve, auf die du dann zurückgreifen kannst. Das ist jetzt eine Möglichkeit, ja? Wenn du diese Reserve hast, ja, dass du dann auf diese Reserve zugreifst. Manche haben auch Reserven in Form von Ersparnissen. Ja? Also du kannst auch Ersparnisse nehmen, sagen wir mal, ja, es muss kein Kredit sein, es kann aber auch ein Kredit sein. Ja? Das ist jetzt eine Möglichkeit. Aber diese Möglichkeit haben die wenigsten. Also die wenigsten beginnen ihr Reinigungsgeschäft mit einem Kredit, ja? Oder mit irgendwelchen Ersparnissen. Meistens ist das nicht in der Form vorhanden. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit, dass du bei der Bank deinen Überziehungskredit schon mal jetzt entsprechend, wenn dein Geschäft zum Beispiel läuft, deinen Überziehungskredit schon mal außen aufbaust, währenddessen, dass dein Geschäft läuft. Das ist eine zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit, das ist die, die ich dann gewählt habe, dann viele, viele Monate später, nachdem ich eben dieses 2008, dieses Szenario hatte, dass ich meine Mitarbeiter nicht bezahlen konnte, dass ich angefangen habe, die Rechnungen bei meinen Kunden früher zu stellen. Und das ist ein guter Trick, den du auch für dich anwenden kannst, dass du die Rechnungsstellung schon viel früher machst. Und was meine ich mit früher? Das ist jetzt, wirst du sagen, ist ja kein heißer Tipp, um eine Rechnung früher zu schreiben. Es ist ein heißer Tipp, die Rechnung schon zu schreiben, bevor du mit der Dienstleistung abgeschlossen hast. Also eine Vorauszahlung. Zum Beispiel, jetzt haben wir Ende Februar gerade, Anfang März. Und Anfang März stellst du die Rechnung für den kompletten März. Dadurch hat der Kunde jetzt Zeit, 30 Tage, 20 Tage, je nachdem, wann du die Rechnung stellst, hat der Kunde jetzt die Zeit, dir diese Rechnung zu bezahlen. Und du hast keinen Stress. Zum Monatsende hast du schon das entsprechende Geld, um am 15. dein Personal zu bezahlen. Also du kannst entweder zum Monatsanfang schon oder nachdem du 2 Wochen schon aktiv warst mit deiner Firma, bei dem Kunden in der regelmäßigen Unterhaltsreinigung, hast du schon mal 2 Wochen gereinigt und kannst dann in der Mitte des Monats auch die Rechnung stellen. Das ist auch eine Variante, auch eine Möglichkeit, ja? Damit du einfach dort liquider wirst. Weil das Ziel ist, dass du Liquidität gewinnst, dass du mehr ja, Geld auf dem Konto hast, wie du immer rausgibst. Klar. Und das ist das, was wir hier bei Erfolg mit Reinigung machen. Wir unterstützen und beraten dich genau in solchen Themen, in solchen Dingen, wie du dein Geschäft smarter organisierst, wie du dein Geschäft professioneller aufsetzt, sodass es wirklich auch funktioniert und du davon leben kannst, dass du dir auch die schönen Dinge gönnen kannst, die du dir gerne leisten möchtest und dass du auch die Dinge machen kannst, die du gerne machen möchtest und nicht permanent im Arbeitsrad gefangen bist. Wenn du sagst, hey Umut, das interessiert mich, ich würde gerne darüber mehr erfahren, dann lass uns auf jeden Fall miteinander sprechen, tauschen wir uns aus und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen hoch. Wenn dir der Tipp nützlich ist und du sagst, hey, oder diskutieren wir einfach mal gerne hier in den Kommentaren, was du von diesem Tipp hältst, die Rechnung schon vor der Leistung zu stellen, weil das trauen sich auch die wenigsten Gebäudereiniger. Auch dafür gibt es eine Anleitung bei uns bei Erfolg mit Reinigung, wo wir dir zeigen, wie du das auch wirklich umsetzen kannst in der Praxis. Und wenn du sagst, hey, das interessiert mich, dann lass uns gerne dazu austauschen und in eines der nächsten Videos wiedersehen. Bis dann.